Sonne und Mond. Die Landschaft, über der das Windmännlein flog, war recht winterlich. Es herrschte so grimmige Kälte, dass selbst die Sonne zeitig schlafen ging und erst am Vormittag wieder aufstand. Dennoch liebten sie die Menschen, denn sie wussten ja, dass sie im Sommer wieder wärmen würde. Nur ein kleiner Knabe vermisste die Sonne nicht. Er hatte nämlich alles, was man sich nur denken konnte. So war es kein Wunder, dass er den ganzen Tag mit den herrlichsten Dingen spielte und überhaupt keine Zeit fand, aus dem Fenster zu schauen. Aber eines Tages sah er doch rein zufällig hinaus und da entdeckte er den orange-roten Ball am Himmel. »Die Orange will ich haben«, rief er, und schon befahl sein Vati, seinem Sohn die Sonne vom Himmel zu holen. Die Diener eilten auf den Markt und stellten eine riesengroße Leiter auf, und eins, zwei stiegen sie darauf empor. Inzwischen aber war die Sonne schlafen gegangen, und am Himmel leuchtete der silberne Mond. »Die silberne Sichel will ich auch haben«, rief der Sohn des Mannes, der Geld wie Heu zu besitzen schien. In dem Augenblick flog das Windmännlein vorbei. »Nein, wegen eines Knaben lassen wir uns weder die Sonne noch den Mond nehmen«, dachte das Windmännlein und klopfte kurz an die Scheibe. »He, warte hier auf mich, ich hole nur schnell was zu knabbern.« Kaum war es zurück, hatte es in der einen Hand ein Stück glänzendes Eis, das die Form einer Sichel hatte, in der anderen eine glimmernde Kohle, die orange-rot schimmerte. Nun war der Knabe zufrieden und das Windmännlein, das ein berühmter Reisender werden wollte, auch, hatte es durch Sonne und Mond vor dem Untergang bewahrt.